Mein Name ist Dr. Oliver Münks. Ich bin einer der Inhaber der Plus-Zahnarztpraxen am Köth-Center in Düsseldorf. So, grundsätzlich behandeln wir in allen Bereichen der modernen Zahnheilkunde, von der konservativen Behandlung, das heißt Füllungstherapie, über die parodontologische Behandlung. Das sind Behandlungen, um das Zahnfleisch und den Zahnhalteapparat gesund zu halten, über natürlich hochwertigen Zahnersatz. Mein persönliches Steckenpferd ist die ästhetische Zahnmedizin. Also die Zahl der Menschen in Düsseldorf, die einen sehr hohen Anspruch an die Zahngesundheit und an ihre Zähne haben, wächst stetig. Unsere Zähne sind hierbei eine persönliche Visitenkarte. Ja, aus unserer Sicht gibt es da sehr viele individuelle Beweggründe. Was ich in den letzten 10 Jahren festgestellt habe, ist, dass sehr viele Patienten in unsere Praxis kommen, die zwischen 40 und 60 sind, sehr lange schon mit sich hadern, weil sie einen kleinen Makel haben, eine kleine Fehlstellung, die sind mit der Form oder der Farbe der Zähne nicht mehr zufrieden und kommen dann in unsere Praxis und sagen, bitte, jetzt habe ich so lange gewartet, ich möchte wirklich jetzt einmal in meinem Leben schöne Zähne haben. Zahnverfärbungen sind im Regelfall relativ leicht zu entfernen. In unserer Prophylaxeabteilung haben wir speziell ausgebildete Dentalhygienikerinnen, die mit einer wunderbaren professionellen Zahnreinigung die einfachen, durch Nahrungsreste induzierten Verfärbungen sehr, sehr gut entfernen können. Es gibt auch Patienten, die natürlich kommen und komplett eine ganz andere, viel, viel hellere Farbe haben wollen als die Zahnfarbe, die sie jetzt haben. Und da bieten wir verschiedene Bleaching-Methoden an, die über ein sehr schonendes Verfahren ganz, ganz wunderschöne, helle Zähne ins Gesicht zaubern können. Grundsätzlich tut ein Bleaching nicht weh, insbesondere dann, wenn es eben durch Profis durchgeführt wird, wie bei uns durch speziell ausgebildete Dentalhygienikerinnen, die wirklich von der Pike auf gelernt haben, wie man es macht. Und das ist dann maximal schonend für den Patienten. Also grundsätzlich ist es ganz, ganz wichtig für eine ästhetische Entscheidung, dass der Patient sich selber eine Zeit lang damit auseinandersetzt. Weil wir als Zahnärzte, ich sage immer, wir sind Zahnkünstler, natürlich auch ein Stück weit in die Ästhetik des Gesichtes eingreifen. Für mich ist es ganz wichtig, dass der Patient aus freien Stücken wirklich den Wunsch äußert, ich möchte diese Veränderung haben, und dann stehen wir natürlich an der Seite der Patienten und erfüllen auch jeden Wunsch. Hierbei ist es natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Zahnarzt, also wir, darauf Acht geben, dass die Zähne vorher möglichst gesund sind und dass vor allen Dingen auch das Zahnfleisch, ja, der rote Zahnfleischverlauf, wunderbar aussieht und gesund aussieht. Nur so kann man auch wirklich ein ästhetisch hervorragendes Ergebnis vorhersehen und planen.